So, weiter geht's. So, wir machen jetzt hier weiter. Gerade eben ist das Spiel gerade bei mir abgestürzt, deswegen fangen wir. Es ist ganz so abrupt abgebrochen. So, weiter geht's. Eieieiei. Und wir waren gerade. So, mit mir legt sich niemand an. Hier spricht Dr. Sophia Lern. Andrew Ryan ist tot, aber der Tyrann steckt in uns allen. Denkt daran, wir lehnen das Gen ab. Wir lehnen das Gen ab. 3 kurze Jahre seit der Gründung und schon schreien sie nach einem Programm für mentale Hygiene. Da dreht sich mir der Magen um. Psychiatrie ist nicht Medizin. Psychiatrie ist Kaffeesatzleserei für Idioten, die zu viel Geld haben. Man sagt mir, die Menschen reagieren gereizt auf das Fehlen des Sonnenlichts. Ob ihnen die staatliche Zensur wohl auch fehlt? Die Beschlagnahmung von Privatbesitz in Kriegszeiten? Oder die Geheimpolizei, die sie nachts abholt? Wie auch immer. Diese Lamp soll die Beste auf ihrem Gebiet sein. Schön. Wenn sie es hinkriegt, dass die schwächsten Glieder der großen Kette aufhören zu rasseln, soll sie ihren Willen haben. Ja, gut. Weiter geht's hier in diesen komischen Raum. Hier, wo dieses komische Panel anfängt zu rollen, zu leuchten. Ah, die Fernseher gehen wieder an. Die Diva erscheint. Ich kenne dich. Das Symbol auf deiner Hand heißt, du bist ein toter Mann. 10 Jahre ist es jetzt her, Delta, seit du dir eine Waffe an den Kopf gehalten und abgedrückt hast. Aber nur Mut. Aus deinem Schmerz erblühte das Paradies. Ich weiß nicht, wie du überlebt hast, aber dein Leid hat ein Ende. Diese Männer werden dich von allem erlösen. Bitte versteh, wie alles, was ich tue, dies ist ein Akt der Liebe. Sophia Lamp, sie hat dich gefunden. Was war das denn? Du blöder Helikopter, hast mich aufgehalten hier. Das war ein kleiner Bug, wie es aussieht. Da konnte ich nichts gegen machen. Jetzt kennst du unseren gemeinsamen Feind, Sophia Lamp. Durch die Kamera in deinem Helm kann ich alles mit deinen Augen sehen. So kann ich dir helfen, gegen sie zu kämpfen. So, weiter geht's hier. Hier lang. Vorsicht! Die Sicherheitskameras gehören Lamp. Aber wenn du clever bist, können sie dir nützlich sein. Ich habe echt Besseres zu tun! Jetzt unbedingt die Nummer 1 werden, was? Oh. Was kommt davon, wenn man sich mit einem Big Daddy anlegt, ihr blöden Schweine? Also wirklich, sich mit mir anzulegen bedeutet doch wirklich, der muss krank sein.
Was gibt es hier wohl? Ah, ein neues Plasmid. Vater, ich bin es, Eleanor. Ich weiß, du bist wach da drin. Ich spüre es. Mutter kann nicht noch einmal ihr grausames Spiel mit dir treiben. Nie mehr. Dieses Plasmid ist für dich. Wenn ich mich nicht irre, kannst du es jetzt verwenden. Bitte, komm mich suchen. Ja, dann suchen wir sie. Und jetzt haben wir das neue Telekinese-Plasmid. Diesmal wird es keine so eine Videosequenz geben, sondern nur eine Erklärung. Bewerfen Sie den Gegner mit Objekten. Sie können sogar Granaten abfangen und zurückwerfen. Der ist jetzt an der Oberfläche drum und gibt Cocktails mit hier voll den Gordon Freeman. Boom! Wieder ein Vollpfosten tot. Undankbares Pack. Ohne mich gäbe es kein Rapture. Der Atlantic Express war von Anfang an die Lebensader dieser Stadt. Ryan hat seine erste große Stadtrundfahrt in meinem Prachtwaggon unternommen. Die private Tauchkugel groß in Mode. Innerhalb eines Monats waren meine Bahnhöfe verwaist. Die Stadt wuchs und schob den Atlantic Express aufs Abstellgleis. Ja, das ist nicht schön, ne? Da waren wir ja gerade. Diese Menschen sind süchtig nach irgendeiner genetischen Wunderdroge namens Adam. Ich habe das Wort Splicer gelesen, auf Wände geschmiert wie eine Warnung. Einer von denen trieb mich in die Enge und Himmel, sein Gesicht! Ich hatte eine Waffe, aber ich zögerte und dann hörten wir plötzlich beide diesen Singsang, wie aus dem Nichts. Und er ist abgehauen, als wäre der Teufel hinter ihm her. Es hörte sich an wie ein Kind, ein kleines Mädchen. Cindy ist am Leben, das spüre ich einfach. Ja, aber ist sie noch das Mädchen, was sie damals schon war, oder ist sie jetzt ein Monster? Weiß ist nicht schwarz, Dr. Lamb. Unten ist nicht oben und Stroh ist kein Gold. Sehen Sie sich um. Rapture ist kein Wunder. Es ist ein Produkt des Verstandes und der Logik. Unmöglich, wenn 1 und 1 nicht 2 ergibt und A nicht gleich A ist. Und doch,
Für sich alleine ist jeder Mensch ein Gefangener seiner Vorurteile, Träume, Wahnvorstellungen oder der Phantomschmerz amputierter Gliedmaßen. Für den Einzelnen sind sie vollkommen real. Realität ist Konsens. Und die Menschen verlieren ihren Glauben. Gehen Sie mal spazieren, Andrew. Es regnet in Rapture. Und Sie haben einfach beschlossen, es nicht zu bemerken. Ja, hat er einfach so beschlossen, dieser Penner. Es geht doch nicht. Hey, hau mir doch die Tür vor der Nase zu. Blöd Mann. Ja, Sophia Lamp, sie ist fleißig, aber auf dich. Die meisten Big Daddy sind wie Sklaven für sie. Sie bewachen die Kleinen. Aber dich hat jemand aufgeweckt. Ich weiß um deine Bindung an Eleanor Delta. Um dich selbst zu retten, willst du zu ihr. Aber Eleanor hat eine Bestimmung. Und du kommst darin nicht vor. Im Paradies ist kein Platz für dich. In der ethischen Psychiatrie müssen wir die Rolle der Evolution bedenken. Depressionen, Panikattacken, sexuelle Störungen, alles Reaktionen auf den uralten Druck der natürlichen Auslese. Das Ironische ist, genau dieser Theorie wegen haben Ryans Leute mich hierher eingeladen. Sie missverstehen meine Studien der Naturgesetze als Verherrlichung des Faustrechts. Denk immer daran, Eleanor. Man muss die Bestie kennen, bevor man sie töten kann. Tja, also, das ist ja mal ein guter Regelsatz hier. Man muss sie kennen, bevor man sie töten kann. Ah, wir haben alles voll. So gut. Schnell! Geh zum Aufzug! So, den Helikopter haben wir auf unserer Seite geholt. Noch bin ich nicht tot! Ach du! Hier rein! Jetzt geht's wieder rein! Ah, wo willst du hin? Ich bin hier unten! Komm zurück! Gut, also, die Kinder hier haben mir erzählt, du bist ein sehr alter Big Daddy. Lebenslang gebunden an eine einzige Little Sister. Wenn du zu lange von ihr weg bist, stellt dein Körper seine Funktionen ein, wie wenn man ins Koma fällt. Solange das Mädchen hier in Rapture ist, sitzt auch du hier fest. Der Name deiner Kleinen ist Eleanor Lamp, die Tochter von Sophia. Das ist, denke ich, der Grund, weshalb Lamp dich hasst. Eleanor wird in Fontaine Futuristics festgehalten, auf der anderen Seite der Stadt. Du musst dorthin und sie befreien, bevor es zu spät ist. Ja, dann sollen wir da mal hin, ne? Ja.
Dr. Suchongs Tod war ein schwerer Schlag für das Protector-Programm. Aber langsam wachse ich in seine Rolle hinein und merze die Fehler aus, die seine Nachlässigkeit mit sich brachte. Wir nehmen wieder Fahrt auf, aber ich bin noch nicht zufrieden. Sicher, der Big Daddy verteidigt das Mädchen, aber er ist nur auf Kampf programmiert. Wie ein Schäferhund, der nur dumm herumläuft, sobald einmal kein Wolf seine Herde angreift. Ist kein Angreifer da, ist seine Little Sister für ihn nicht mehr als eine Zimmerpflanze. Wir brauchen aber eine stärkere Beziehung, eine unzerreißbare physische Bindung. Tja, dann lass uns mal weitergehen. Ah, der Atlantic Express. Tod durch die... Das klang jetzt irgendwie komisch. Tod durch Nieten. Also ich meine jetzt die Nieten der Schrauben, ne? Und nicht Nieten, die mal wie Verlierer, ne? Siehst du? Das ist der Grund, warum ich Sophia Lempe kämpfen muss. Sie benutzt die neuen Little Sisters für irgendetwas. Und ich bin zurück, um sie zu retten. Tue ich das nicht, sterben noch mehr Kinder wegen meiner Sünden. Und der Albtraum Rapture geht immer und immer weiter. So, sprechen. Bürger von Rapture. Das ist Subject Delta. Hinter dieser Maske steckt ein Feind des Volkes. Ohne Seele, ohne Mitgefühl. Er ist eine Bestie, ein Monster. Und als Familie müssen wir ihm den Kiefer zerbrechen und ihn ins Meer zurückjagen. Lamp wird hier alles umkrempeln, um dich zu finden. Bitte halte die Splicer zurück, bis wir entkommen sind. Danke. Ich muss dich jetzt verlassen und das tut mir sehr leid. Aber ich muss noch anderen helfen, bevor diese Stadt ertrinkt. Dieser Mann, Sinclair, er ist auf unserer Seite und wird dich zu Eleanor führen. Leb wohl, Delta. Und viel Glück. Tja, sieh einer an, der aufrechte Ritter, komplett mit Dampfrost sozusagen. Ich heiße Augustus Sinclair, alter Junge, Esquire. Die alte Tannenbaum und ich haben ein gemeinsames Anliegen im Fontaine-Hauptquartier. Das ist der Laden, wo du auch Eleanor Lamb finden wirst. Ich glaube, wir beide könnten ins Geschäft kommen. Komm mit der Bahn zu Ryan Amusements. Bis bald. So, legen wir den Schalter um und fahren mit der Bahn weiter. Über die Bremse rein. Es sei denn, du willst deinem Leben an dem Gletscher da vorne ein Ende setzen. So, meine Freunde, hier an dieser Stelle sage ich auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Bioshock. Wie du siehst, Chef, ist die Station völlig vereist.
Um also rechtzeitig zu Eleanor Lam im Fontaine-Hauptquartier zu kommen, müssen wir den Weg freikriegen. Um das ganze Eis zu schmelzen, brauchst du ein Plasmid, das reinste Höllenfeuer entfacht. Wir haben in dem Vergnügungspark da drüben immer ein nettes Produkt namens Abfackeln verkauft. Sieh zu, ob du da reinkommst. Ich kenne die ganzen Fahrgeschäfte schon. So, jetzt sage ich aber tschüss. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bioshock 2.